Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Verve, deutscher Präzision und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Ja, hallo Pierre. Ich habe festgestellt, oder wir haben vorher festgestellt, wir befinden uns eigentlich schon recht lang in einer Fernbeziehung. Ja, so könnte man es nennen. Also unsere Zuhörer werden es vielleicht bemerkt haben, selbst wenn wir uns Mühe geben, das so gut wie möglich jedes Mal zu verbessern, wobei du besonders da der Meister bist, was die Technik angeht. Die Tonqualität war beim ersten, beim zweiten Mal besser und nachher war sie zwar nicht schlecht, aber es hat doch jedes Mal anders geklungen als die beiden ersten Male. Das ist damit verbunden, dass wir seit Mitte März natürlich aufgrund der Corona-Krise nur noch fern voneinander diese Podcasts aufnehmen. Wobei, es macht auch Spaß, aber es ist natürlich was anderes. Ne? Es ist schon ein bisschen was anderes. Alle verfolgen das natürlich, wir auch hier im Grenzgebiet in Stettin. Überall in Europa gehen die Zahl der Infizierten leider hoch. Ja, Frankreich schaut ja auch wirklich ziemlich dramatisch aus, muss man sagen. Ja, also roter geht's noch, aber es ist schon ziemlich rot in den Großstädten, also Paris besonders. Da schlägt schon die Alarmstufe, wahrscheinlich spätestens ab Montag. Aber naja, wir wollen doch hoffen, dass es sich bändigen lässt, besser als im Frühling. Genau, aber wir wollen nicht hier in Corona-Depressionen verfallen und wollen uns lieber anderen Themen auch widmen, auch wenn ein Thema ja mit einem traurigen Anlass sozusagen verbunden ist, vielleicht auch einige von euch gehört haben, ist eine Persönlichkeit, die hier sehr eng mit der deutsch-polnischen Versöhnung in der Region verbunden ist, vor kurzem verstorben, Lise Wetter von Zitzewitz, und wir möchten uns gerne über sie und über deutsch-polnische Begegnungsorte ein bisschen unterhalten. Und dieses Wochenende gibt es natürlich auch einen speziellen Anlass, gerade für die Deutschen, aber für Stettin ist dieser Anlass auch nicht ganz bedeutungslos, nämlich wir feiern 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Die deutsche Wieder- oder Neuvereinigung, je nachdem wie man sie nennt, war 1990, also als sozusagen Endspurt dieser schnellen Wiedervereinigungsperiode seit 89, also innerhalb von kaum einem Jahr, doch auch von ziemlich großer Bedeutung für solche Regionen wie die westlichen Regionen Polens, weil das alle, die diese Ängste noch hatten, beruhigt hat, was die Endgültigkeit der deutsch-polnischen Grenze der Nachkriegszeit anging. Und zwar die berühmte, berüchtigte oder Neiße Linie. Du kennst ja vielleicht diese Großstadtlegende vielleicht. Ein älterer Herr, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung und es gab auch den Abschluss des deutsch-polnischen Grenzvertrags, also zwischen dem wiedervereinigten Deutschland und Polen, dass dieser ältere Herr in Stettin oder in der Umgebung seinen Gartenzaun neu angestrichen hätte. Und zwar der Gartenzaun war seit Abzug der Deutschen und seit Zwangsumsiedlung der deutschen Bevölkerung nicht mehr angestrichen worden. Und da fragt man ihn, ja, warum streicht er jetzt nach so langer Zeit, dieser alte Herr, diesen Zaun wieder an, sagt er, weil ich jetzt sicher bin, dass das polnisch bleibt. Ne? Und ein bisschen was stimmt dabei, und zwar Stettin hatte ja und ganz eigene Position. Es war die einzige größere oder Großstadt, ne, dessen Hauptteil nicht auf dem linken, also nicht auf dem östlichen Ufer der Oder lag, sondern auf dem westlichen, also sozusagen auf dem deutschen Teil, auf der deutschen Seite der Oder. Ne. Das waren diese Nachkriegsentscheidungen und das hatte natürlich immer so einen Beigeschmack des Provisoriums. Ja. Was, wenn die Deutschen das doch zurückbekommen? Man weiß ja nie. Wenn man sich auf der Landkarte den Verlauf der Grenze anschaut,
dann sieht das ja, dann erkennt man eigentlich schon mit dem bloßen Auge, dass diese Grenze ja nicht dem natürlichen, oder soll ich sagen, geografischen Verlauf folgt, nämlich der Oder als dem Grenzfluss, sondern dass hier bewusst eine politische Entscheidung gefällt worden ist. Ja, das sind natürlich Nachkriegsentscheidungen, mit denen man dann leben musste, die heutzutage kein Problem mehr darstellen, Gott sei Dank. Da hat die europäische Integration sehr viel Gutes gebracht und ohne sie wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, dieser Grad an Zusammenarbeit, an Grenzüberschreitung, an Verflechtung, die uns ja, wie wir schon erwähnt hatten, während des Podcasts im Frühling, der uns abhanden gekommen war während der akuten Corona-Krise. Und hoffentlich kommt das nicht wieder. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich meine, jetzt zu den, als die Grenze jetzt wieder dicht gemacht worden ist, da ist man sich dieser Grenze auch bewusst geworden. Jetzt ist es ja eben so, gerade auch nachdem Polen dann auch dem Schengen-Abkommen beigetreten ist, ich erlebe oft die Situation, dass ich Gäste habe, mit denen ich dann auch immer, weil ich das auch spannend finde, zu der deutsch-polnischen Grenze fahre und mit dem Fahrer zum Beispiel die Grenze überquere. Und dann fragen mich oft die Leute, ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir jetzt in Deutschland oder sind wir jetzt in Polen? Ne? Ja, also, das stimmt besonders da bei der grünen Grenze, also zwischen Stettin und ja, solche Ortschaften auf deutscher Seite wie Tanto oder ein bisschen höher Pampo und so weiter. Also da stehen doch die Grenzpfähle, also aber das ist das Einzige, man kommt hin und her problemlos. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass mittlerweile dort die Wege auch immer mehr verzahnt werden, nicht nur für die Autos, zum Beispiel auch für die Fahrradfahrer, so dass das immer weniger spürbar wird. Aber das mit dem Gartenzaun, das finde ich, die Anekdote kenne ich nicht, die finde ich, die muss ich mir gleich merken. Ich habe immer gehört, dass letztendlich diese Unsicherheit, diese Vorstellung auch diese von Provisorium, dass letztendlich der Besuch von dem sowjetischen Generalsekretär Chruschtschow die Leute so doch bestärkt hat, ja, wenn Chruschtschow sagt, das ist jetzt polnisch und das wird polnisch bleiben, dass das auch irgendwie die Leute, also gerade die Polen hier, bestärkt hat. Aber natürlich nicht in letzter Konsequenz. Naja, du weißt ja, nichts dauert ewig, besonders das Endgültige. Und es war ja auch Chruschtschow, der gemeint hatte, die Krim-Halbinsel soll der ukrainischen Sowjetrepublik zustehen, was dann auch geschah. Aber wie es jetzt aussieht, wissen wir ja. Ich glaube aber auch, dass selbst dann, als die Wiedervereinigung gekommen ist, also auch durch die Vereinbarung, die dann zwischen Deutschland und Polen sozusagen getroffen worden sind, dass das natürlich ein ganz anderes Verhältnis geworden ist. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass auch doch einige in Polen mit ein bisschen angstvoll auch geschaut haben, wie sich da sozusagen wieder dieser Nachbar im Westen größer, stärker geworden ist. Also natürlich glaube ich, gab es natürlich sehr viele, die verstanden haben, dass es für die Deutschen eine furchtbare Wunde gewesen ist, dass Deutschland geteilt gewesen ist in die DDR und die BRD. Aber auf der anderen Seite war man sich, glaube ich, schon der Situation bewusst, dass da ein sehr viel stärkerer Nachbar im Westen sozusagen sich entwickelt hat. Ja gut, aber weißt du, also solche Ängste um 89, 90 gab es auch westlicherseits, also in Frankreich, in Großbritannien, also selbst Margaret Thatcher zum Beispiel, das war alles verständlich. Hauptsache ist, dass das nichts behindert hat, nichts verhindert hat und dass man auch dann weiter die Sache weiterbringen konnte. Aber diese Wiedervereinigung war auf jeden Fall auch ein wichtiger Wendepunkt, beziehungsweise schnitt ein neues Kapitel an und darüber würden wir auch gerne ein bisschen sprechen und davon erzählen in Sachen deutsch-polnische Annäherung, weil die Tatsache, dass die Grenze bestätigt ist, das bedeutet noch lange nicht, dass beide Seiten sich besser kennenlernen wollen.
Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Begegnung ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor gewesen, gerade nach der deutschen Wiedervereinigung, aber eben natürlich auch nach dem Systemwechsel, der in Polen stattgefunden hat. Und das hat natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, Neues zu kreieren, Neues zu schaffen. Es war natürlich auch so, dass es einen riesigen Bedarf an Kontaktaufnahme gab, ja, weil die Kontakte doch sehr eingeschränkt gewesen sind. Also viele verschiedene Motive. Es gab natürlich auch gerade zum Beispiel unter den Vertriebenen, also das heißt also den früheren Bewohnern, deutschen Bewohnern, die aus Pommern gekommen sind, das Bedürfnis, sich mehr in ihrer früheren Heimat zu engagieren. Und eine dieser Personen war Philipp von Bismarck. Bismarck ist ein Name, der, kann man schon sagen, in Polen natürlich nicht nur positive Gefühle hervorruft. Philipp von Bismarck saß im Bundestag für die CDU von 1970 bis 1983. Er war auch in der pommerschen Landsmannschaft sehr aktiv. Ich versuche jetzt die ganze Geschichte ein bisschen abzukürzen und möchte darauf hinauskommen, dass Philipp von Bismarck mit einem Gut in der, ja, auf, kann man sagen, halber Strecke zwischen Stettin und der Ostsee sehr eng verbunden war, gewesen ist, weil das eben zu der Familie von Bismarck gehört hatte. Und das ist der Ort Kulice, heute heißt es Kulice auf Polnisch, früher auf Deutsch Kölz. Er hat dann in den 90er Jahren eine Stiftung gegründet, aber ihm war eben wichtig, dass dieses Gut auch Symbol der Begegnung zwischen Deutschen und Polen sein sollte. Ja, es war auch die Renovierung, und das war auch natürlich auf seine Initiative, aber das war auch mit deutsch-polnischen Mitteln, da war diese Stiftung dabei. Und was man noch dazu sagen könnte, also der Name Bismarck von Bismarck, der klingt ja besonders in Polen nicht positiv, das kann man ja auch verstehen. Allerdings war das Gut Kölz, also heute Kulice, nicht direkt mit dem von Bismarck verbunden, also nicht mit Otto von Bismarck, dem eisernen Reichskanzler, ja, sondern mit seinem älteren Bruder, und zwar war das Anliegen, also das Gut von Bernhard von Bismarck, ja, dem älteren, ja, Bruder des späteren Reichskanzlers. Genau, also auf jeden Fall, Philipp von Bismarck hat sich auch früher schon zum Beispiel bei der Ostseeakademie engagiert, die damals ihren Sitz in Lübeck, Travemünde hatte. Bei der Ostseeakademie war auch eine junge Frau engagiert, die dort Seminare geleitet hat, Elisabetta von Zitzewitz. Otto von Bismarck, nachdem dann Kulice renoviert worden ist oder schon so weit war, dass man dort auch Begegnungen organisieren konnte, hat dann Elisabetta von Zitzewitz angeboten, doch die Leitung der Europäischen Akademie dort zu übernehmen. Sie hat das sehr intensiv, sehr lang gemacht. Es ist zu sehr vielen Begegnungen gekommen, wichtigen Begegnungen, also ja, viele Tagungen, ja, auch mit recht bekannten Persönlichkeiten aus dem deutschen Fachbereich und im polnischen auch. Gedauert hat das praktisch also bis 2013, dann ging es über an die Universität Stettin, die 2016 einen eigenen Verein, also sozusagen Förderverein gegründet hat. Dieser Verein steht dazu, das Begegnungszentrum in Kulice, also im Kulice, das jetzt direkt von der Universität Stettin geleitet wird, zu inspirieren, also Ideen zu liefern, was die wissenschaftlichen und nicht nur wissenschaftlichen Aktivitäten angeht. Und ja, also man könnte sagen, die Grundidee also von Philipp von Bismarck wird in anderer Form, aber doch weitergeführt. Das Schicksal dieses deutschen Guts Kölz, das dann Kulice wurde, das haben auch andere Hinterlassenschaften
ähnlicher früherer Eignung gemeinsam mit Kült. Und zwar, dass diese Gutshöfe zu LPGs wurden, was natürlich schlechte Auswirkungen hatte, was die Bausubstanz anging, zum Beispiel. So kam eben für Kültz, für Kulice, diese gute Idee, aber es ist nicht der einzige Ort, der ein solches Los hatte. Und zwar noch bekannter und noch aktiver im deutsch-polnischen Bereich, könnte man sagen, noch intensiver sozusagen, ist das ehemalige Gut der Familie von Moltke und eines Teils der Familie von Moltke in Schlesien, also heute Niederschlesien, Dolne-Schlansk. Und zwar damals Kreisau, heute Krzyżowa, wo also in Krzyżowa, Kreisau, eine Stiftung entstanden ist, die sich auch sehr intensiv für deutsch-polnische und europäische Annäherungsprozesse auf zivilgesellschaftlicher Ebene, aber auch unter Einbindung staatlicher Akteure bekannt gemacht hat. Also entsprungen ist das natürlich einer sehr starken, symbolisch starken Begegnung, und zwar aus der Versöhnungsmesse, der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse, die unter Anwesenheit von Bundeskanzler Helmut Kohl und Tadeusz Mazowiecki, dem ersten nicht-kommunistischen Premierminister Polens, im November 1989 zustande kam. Also Helmut Kohl war schon in Polen, musste kurz zurück nach Berlin, weil die Mauer fiel, aber kam dann nochmals nach Polen und nach Kreisau, um dann dieser Versöhnungsmesse beizuwohnen und an dieser Messe teilzunehmen. Und aus dieser Zeit kam auch der Wunsch beiderseits, dieses Gut Kreisau Krzyżowa, das auch in kommunistischen Zeiten eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft gewesen war, wieder zu renovieren mit ziemlich vielen Mitteln auch und daraus eine Begegnungsstätte zu machen. Heute funktioniert das nach wie vor. Also die Stiftung hat verschiedene Gremien, verschiedene Einrichtungen, die auf dem ehemaligen Gut von Molkes aktiv sind. Es gibt natürlich die Gedenkstätte. Es ist ja eine ziemlich breit gefächerte oder mehrschichtige Geschichte in Kreisau. Es gibt zunächst die preußische Geschichte, dann in Zeiten des Zweiten Weltkriegs ein wichtiges Kapitel des deutschen Widerstands gegen Hitler mit dem Kreisauer Kreis um von Moltke, der aufgeflogen war, und viele wurden dann auch kurz vor Kriegsende hingerichtet. Dann kam noch das sozialistische Kapitel, und gegen Ende, also 1988, 1989, trafen sich Oppositionelle aus DDR, Polen und auch Personen aus den Niederlanden, aus Westdeutschland, und hegten auch hier Kontakte, die dazu führen sollten, für Annäherung zu sorgen und für bessere Verständigung zu arbeiten. Ja, und also ich glaube, die Idee dieser Stiftung sozusagen auch später. Also ich glaube, dass letztendlich, ich war sowohl in Kreisau als auch in Kölz, und in beiden Einrichtungen war ich mit deutschen und polnischen Schülern. Und ich glaube, das ist, denke ich, einer der wichtigsten, vielleicht sogar das wichtigste Element dieser Begegnungsstätten, nämlich die Möglichkeit der Jugendlichen, den Schülern zu geben, sich zu begegnen. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf Lisaweta von Zetzewitz. Das war immer sehr, sehr rührend, wie sie sich dann auch immer sehr persönlich um die jungen Leute gekümmert hat. Sie hatte ein sehr starkes Charisma, hatte eben auch einen sehr guten Draht zu den Jugendlichen. Das gehörte sozusagen obligatorisch dazu, dass sie dann nicht nur das Haus gezeigt hat, und man hat sich dann nicht nur dort in einem großen Saal getroffen, sondern es gab ja eine sehr schöne oder eine Parkanlage, die zu diesem ganzen Gut gehörte. Und sie ist dann immer mit den Schülern
hat sie Spaziergänge gemacht und hat dann eben die verschiedenen Orte beschrieben, auch persönlich, dann oft eben auch aus ihren Erinnerungen etwas erzählt. Das Gleiche habe ich auch in Kreisau erlebt und hatte den Eindruck, dass das schon auch sehr starken Eindruck auf die Schüler gemacht hat. Also nicht nur die Begegnung mit den Gleichaltrigen aus dem anderen Land, aber eben auch diese Aura, die diese fantastischen Orte irgendwie ausgestrahlt haben. Ja, stimmt, weil neben dem Gedenkort, also der Gedenkstätte im Kreisau, gibt es auch die Europäische Akademie und die IJBS, also die Internationale Jugendbegegnungsstätte. Ne? Also das ist auch Teil der Aktivitäten. Das ist sozusagen in Külz im Kleinen auch präsent, nicht als getrennte Institutionen, die zusammenwirken unter dem Dachmantel der Stiftung, sondern das geht alles in einem sozusagen. Da gibt es Wissenschaftliches oder auch Gesellschaftliches, was für Jugendliche und so. Das gab es zu Zeiten der Aktivitäten von Lisavette von Zitzewitz und nun bemüht sich der neu gegründete Verein in Kulice, das auf seine Art auch im selben oder im ähnlichen Geiste weiterzuführen. Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin. Das war die 14. Ausgabe von Stettinum. Heute ein bisschen geschichtslastig. Nächstes Mal werden wir dann sehen, was wir für Themen dann auswählen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und auch Pierre-Friedrich Weber. Macht's gut. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin. Mit französischer Verve, deutscher Präzision und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Friedrich Weber.